Mein Name ist Felicia Ruland. Ich bin die Gründerin und die Leiterin von Animal Hope, von meinem Tier- und Gnadenhof in Rosenberg. Derzeit sind 56 Tiere, das schwankt immer so. Also ich habe mir auch eine Regel gesetzt, ich nehme nicht mehr wie 60 Tiere auf. Man muss es auch noch bewerkstelligen können. Mein Tagesablauf, der ist jedes Mal spannend. Also wenn es ein normaler Tag ist, ohne größere Einschläge, dann ist es so, dass wir erstmal die Hunde alle Gassi führen. In der Zeit, wo die Hunde spazieren geführt werden, werden ihre Unterkünfte gereinigt, das Futter wird hingerichtet. Wir kommen dann vom Spazierengehen zurück und das Frühstück steht drin. Und wenn alle Tiere gefressen haben, dann erst frühstücke mir. Das ist ganz schwierig zu beantworten, wann mich der Tierschutzvirus infiziert hat, weil eigentlich habe ich es schon mit der Muttermilch aufgenommen. Mit 6 habe ich mein erstes Pony bekommen und da kann man eigentlich sagen, dann ist dann da der Tierschutzgedanke dann erwacht, weil mein Pony nicht unter den besten Voraussetzungen gestanden ist, in dem Stall, wo ich es untergestellt habe. Und ich gemerkt habe, da ist einiges im Argen. Das ist kein Heu und kein Stroh im Winter da gewesen. Und dann bin ich mit dem Leiterwegele dann durchs Dorf gezogen und habe um Heu gebettelt für die Pferde. Hauptberuflich bin ich gelernte Landschaftsgärtnerin, Floristin und Friedhofsgärtnerin. Ein Frechdachs bist du. Ich war gerade fertig mit meiner Ausbildung, da hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht den Hof in Pforzheim übernehmen möchte als Nachmieter, weil sie haben sich einen eigenen Hof gekauft und dann habe ich sofort zugeschlagen und habe gesagt, ja, weil der Anfangsgedanke von allem war einfach, dass ich eine Tierpension mache. Und dann ist ein Gnadenhof gewachsen, weil dann sind die Tiere nicht mehr abgeholt worden, sind ans Tor angebunden worden, haben sie einfach ausgesetzt. Oder ich bin darauf hingewiesen worden, dass es da Notfälle und Probleme gibt. Also die Leute sind dann schon zu mir direkt hin und haben mich um Hilfe gebeten. Meinen ersten Gnadenhof in Pforzheim musste ich aufgeben, weil das Land Baden-Württemberg den Hof aufgekauft hat, weil da die Autobahn sechsspurig ausgebaut wurde. Und dann, damals war es in der Planung, dass da die Ausfahrt Nord hinkommt. Der Hof steht immer noch. Ich war so schnell auf der Straße, die haben da nicht lange rumgefahren. Monatelang haben wir noch Hilferufe rausgesetzt, Fernsehen war da, die Presse war da. Das war denen egal, die Frist war abgelaufen und ich war 3 Monate obdachlos mit meinen Tieren und auch wegen meinen Tieren. Dann haben mir aber wirklich Menschen geholfen, von denen man es am wenigsten erwartet. Das sind eigentlich genau die, wo von der Gesellschaft so ein bisschen geschnitten werden. Das waren tatsächlich der MC-Gremium. Die haben ein 3-tägiges Benefizwochenende für mich veranstaltet und haben sich wirklich voll ins Zeug gelegt, dass ich Tierarzt und Tierfutter weiter bezahlen konnte. Dann das Rotlichtmilieu auf der Wilferdinger Höhe, die haben ja ihre Terrassen zur Verfügung gestellt, dass ich mein Waschbärgehege dort aufbauen durfte. Dann ein Zimmermann aus Pforzheim, das werde ich auch nie vergessen, der hat gesagt, er hat einen Garten und hat dann da noch Stall hingezimmert, dass die Pferde trocken und überdacht stehen konnten. Von Kunden, die früher Tierpensionskunden bei mir waren, habe ich von einem Hof in Illingen erfahren, dass der leer steht oder bald leer stehen wird. Und bin dann dahin und habe mich dem Bauer vorgestellt. Und die erste Antwort von ihm war, ich sei eine Frau, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann keinen Hof bewirtschaften. Das Problem ist, ich bin ein Widder, ich bin ein furchtbarer Dickkopf und ich habe mir aus meiner Sturköpfigkeit auch eine Tugend gemacht. Wenn ich was will, dann kriege ich das. Also das Grausamste, was man mir persönlich angetan hat, das war, aus welchen Gründen auch immer, man wollte mich zermürben, man wollte mich weghaben aus Illingen. Und dann sind mir Tiere vergiftet worden, unter anderem auch mein Billy, mein über alles geliebtes Waschbärle. Und da habe ich dann auch ein besonderes Band geknüpft, weil Billy ist bei mir im Arm gestorben. Und ich war mit seinem Blick verschmolzen, sein letzter Blick galt mir. Und ich habe ihm gebeten, wenn dann meine Zeit kommt, wenn ich dann mal gehen muss, dass er mich dann abholt. Das ist mein 3. Gnadenhof, den ich jetzt aufgebaut habe, hier in Rosenberg. Und das ist unser eigener. Das heißt, ich bin angekommen, um zu bleiben. Wir sind alle angekommen.
Komm, Nikos, Paul, komm. Wo ich den Hof hier das erste Mal gesehen habe, das war für mich wie eine Mama, die die Arme ausbreitet und sagt, hier bin ich, komm her. Ich habe den Hof gesehen und wusste, der ist es. Ich wusste sofort. Also der Start hier war etwas holprig. Es war Corona-Zeit. Ich bin 2020, Dezember, hergezogen. Dann 2021, Januar, habe ich erstmal meine Krebsdiagnose erhalten und musste erstmal ein Jahr lang um mein eigenes Leben kämpfen und dann halt auch noch unter erschwerten Bedingungen mit dem Coronavirus. Also es war schon sehr holprig. Natürlich habe ich schlimme Zeiten erlebt. Auch da dachte ich schon oft, ich kann nicht mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Aber wenn ich dann in die Augen gucke für meine Tiere, dann gibt es keine Ausrede. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass die Tiere nicht nur für andere Tiere Therapeuten sind, sondern auch für mich. Kickboxen kam dazu, dass ich immer mehr von diesen Defiziten und diese Tierquälereien erlebt und erfahren habe. Und ich habe ein Ventil gesucht. Ich musste irgendwie raus, weil du kannst es nicht alles in dich reinfressen. Und das war für mich meine Therapie, mein Ausgleich, dass ich das einfach rauszappeln und rausschlagen konnte. Es ging dann rasant, meine Karriere. Also ich war 1998, war ich deutsche Meisterin im Kickboxen und habe auch den großen Preis von Deutschland gewonnen. Du bist dann ein Endorphin-Junkie, das brauchst du einfach, zum dich wohlfühlen. Und das möchte ich auf jeden Fall wieder. Ich werde zwar nicht mehr in den Ring steigen, aber ich habe ja jetzt schon wieder angefangen mit dem Kondition- und Ausdauertraining und dann bist du einfach ausgeglichen, gut gelaunt und fit. Mein Ventil brauche ich und im Moment ist es für mich, da ich ja auch mental ziemlich angegriffen war, habe ich für mich Bogenschießen entdeckt, dass es besser wie Yoga ist. Du fokussierst dich auf dich selber und bist nur noch mit dem Pfeil und mit deinem Ziel verbunden und konzentrierst dich da drauf und da kannst du dann auch wirklich abschalten. Ha! Geil! Der schwerste Kampf in meinem Leben, das war in Illingen, die Ungewissheit, was passiert und trotzdem mein Glauben, meine Hoffnung aufrechtzuhalten, trotz den Widrigkeiten. Und der zweite schwerste Kampf war tatsächlich mit dem Krebs, weil auch da war die Entscheidung ganz klar, willst du leben oder willst du sterben? Welchen Weg gehst du? Und ich habe noch viel vor, ich habe noch vor, ganz viele Tiere zu retten. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, das ist ein Satz, den sage ich den Kindern immer. Was du nicht willst, was man dir tut, das tu anderen nicht. Jeder hat sein Recht, so zu sein, wie er ist, weil jeder hat seine Vita, ob das jetzt meine Tiere sind oder auch die Menschen. Es sind die Narben, die wir tragen, die uns zum Mensch machen. Und damit umzugehen und auch Toleranz zu erfahren, das würde ich mir wünschen.